Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder der Thorsten. Ja, wir stehen eher noch an der Autobahnauffahrt, wo wir eben so kläglich gescheitert sind und fahren jetzt einfach mal weiter. Wir haben noch 301 Kilometer vor uns. Ich habe so ein bisschen das Problem, was diese Müdigkeitsgeschichte angeht. Bin gespannt, wie sie das gelöst haben. Fakt ist, mich werden die als Schwerlasttransporter nicht wieder einsetzen. Schon wieder so ein oller Kreisel hier. Nächste Ziel, wo wir festhängen können. Das Ding ist mit seiner Länge nicht ohne. Diesen komischen Masten da, den hätte man auch abmontieren können, definitiv. So, mal gucken, dass nicht noch so viel passiert. Das hintere Begleitfahrzeug hält schon Abstand. Aber jetzt sieht man so langsam mal, wie es nachts aussieht, wenn alles dunkel ist. Warum kann man mit diesem Ding auch nicht über die Autobahn fahren? Was soll das? Über irgendwelche dummen Landstraßen hier. Auch schon wieder Polizei zum Absperren. Vorsicht auf der B65 in Bullewitz. Da ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden sollte. Blinken auch mal zur Abwechslung. Kann man ja mal machen, ne? Ja, dieser komische Kübel da hinten drauf, der hat es echt in sich, mein lieber Mann. 1%, ja. Ein paar Lackschäden, die ausgebessert werden können. Ne, da vorne werden an den Stützen wird was krumm sein. Das muss man dann neu anschweißen. Die Rostschutzfarbe ist angekratzt, hat kein Problem. Kommt was Neues in Rot-Braun drauf. Ah, hier, da, jetzt guckt euch den mal an. Genau. Ein Schneeräumer. Wer ist schuld? Der Ersteller des Wintermods oder der Trailerhersteller? Das war das, was ich Ihnen meinte. Ah, da muss ich mal gucken, ob es noch einen anderen Wintermod gibt. So, da vorne sehe ich schon wieder Blaulicht. Ich hole weit aus. In der Hoffnung, dass wir nirgendwo hängen bleiben. Nee, hat geklappt.
Das mit dieser Lenkungskamera, das ist noch ein bisschen ungewohnt. Ich frage mich, wie die das mit dem Schlafen bewältigen wollen. Weil es gibt ein Problem. Es kann doch echt spannend werden. Vorne Blaulicht siehst du schon von Weitem. Schon wieder so ein oller Kreisverkehr. Vorgeschriebene Strecken haben sich für diesen Pott aber nicht gut ausgedacht. Spannende Sache, dass man aus einem einzigen Transport so viele Folgen machen kann. Und jedenfalls läuft es diesmal besser als in der ersten Folge. Ja, gut abgesichert hier. Das ganze Geblinke. Aber die Strecke ist grauenhaft, Freunde. Schön mit diesem Ding hier durch die Winterlandschaft. Ja, dieser blöde Strommast vorhin aus Holz da, der hat uns Schaden gekostet oder Schaden gebracht. So, 180 Kilometer noch vor uns. Ich würde sagen, das fahren wir in dieser Folge zu Ende. Kürze halt etwas länger, kein Problem. Ich bin ja gespannt, wenn jetzt die nächsten Mods kommen, was dann so passiert, was es an Frachten geben wird, was man sich da ausdenkt. Ja, schon sehr interessant. Macht Spaß.
fordert auch so ein bisschen heraus. Man muss wirklich aufpassen. Es ist ja nicht so bei diesem Heavy Cargo DLC, dass du einfach nur schaust, wo du fährst. Du musst hier auf dein Begleitfahrzeug achten, dass er dir nicht platt macht aus Versehen. Du hast eine vorgeschriebene Strecke. Du kannst gar nicht anders fahren. Und wie gesagt, und wie es gemacht ist, das ist schon. Vorne steht der nächste Sheriff. Sheriff. Oder ist immer wieder der gleiche, dass der dann vorfährt? Keine Ahnung. Ja, dieser blöde Mast hat uns sehr, sehr viel Zeit gekostet, auf jeden Fall. Wieder auf 60 drosseln. Ich glaube, das ist gesünder. Ist aber auch eine Straßenführung. Unglaublich. Warum muss man mit so einem Ding über die Landstraßen? Vor allem das Gewicht ist ja auch nicht ohne. Besten du fährst. So, weil jetzt kann ich nämlich ein bisschen ausholen und hier entsprechend rum, in der Hoffnung, dass ich nicht wieder irgendwo hängen bleibe. Auch mal schön, so bei Rot über die Ampeln zu gucken. So, Ende dieser Folge hätten wir theoretisch erreicht, aber ich würde vorschlagen, wir machen die letzten 105 Kilometern, 105 Kilometern, genau, die letzten 105 Kilometer noch durch. Und die nächste Schwerlastfolge wird wieder vernünftig. Meine Fresse, ne? Das hat's echt in sich. Und ich bin echt gespannt auf die ersten Mods, die dieses Thema dann behandeln. Ja, und jetzt wird es langsam kriminell. Aber ich denke, die 96 schaffen wir noch. Wobei das mit der Müdigkeit ja nicht kilometerbedingt ist, sondern das ist ja eher zeitabhängig. Je länger wir hier rumgurken, desto eher habe ich natürlich den roten Bereich und desto eher schläft er ein. Eben bei den Bäumen. Ich
Ich hätte nicht gedacht, dass ich da jemals wieder rauskomme. Ja, Mignon, da muss sie jetzt durch. Das hilft alles nicht. Schlimmsten Fall pennen wir ein und hängen mit dem ganzen Ding in der Leitplanke. Oder irgendwo auf dem Acker. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen. Ja. Nette Idee. Ich glaube, das sollten wir nicht machen. Gibt das auf die Glocke? Nee, komm, die letzten 44 oder die letzten 40 schaffen wir noch so. Das ist ja jetzt nicht mehr die Welt. Das kriegen wir hin, Mann. Nicht wieder irgendwo aufgehalten werden durch irgendwelche Telegrafenmasten oder Strommasten oder sonst irgendwas. Und schon wieder so ein oller Kreisel. Ach ja. Warum über Landstraßen? Warum? Da vorne ist auf jeden Fall unser Empfänger. Das kriegen wir jetzt auch hin, ohne einzuschlafen. Gott, Farbe kriegt er dabei, da kann er dann die Lackkratzer ausbessern. Ja, 1%, das kann nur Lack sein. Unglaublich, oder? Dass die einen blitzen. So, mit dem Ding hin zum Kraftwerk oder was? Nukleon. Ach, da rein. Das kriege ich hin.
1,4%, das geht ja noch. Das ist ja jetzt nicht so viel, ne? Level 97 wird dann bald auf Level 98. Haben wir bald 100 Level voll hier. Ja, liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Erstmal werde ich diesen Wintermod wieder rausfeuern und mal gucken, ob es was anderes gibt. Werde natürlich die Updates von Jessicat und Co. abwarten. So dass unsere Begleitfahrzeuge dann eben auch Rundumleuchten haben. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.